Kette! So, wir sind gekesselt. Sportliche Szenen, frühmorgens 6 Uhr, Bundesparteitag der AfD in Essen oder wie ich dazu sage, Hetzjagden auf AfDler, die hat es hier offensichtlich wirklich gegeben. Meine Videos werden bei solchen Szenen leider öfters demonetarisiert von YouTube. Das ist ein bisschen schade. Ich kann euch deshalb alle nur bitten, abonniert den Kanal, abonniert auch meinen Telegram-Kanal und wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr könnt Mitglied des Kanals werden. Dafür habt ihr nicht so viele Vorteile wie vielleicht bei manch anderen, aber ihr habt die Möglichkeit, mich zu unterstützen, damit ich weiter auch Videos produzieren kann, die von YouTube nicht zur Werbung freigeschaltet werden. Das sind im Moment so 2 bis 4 Videos die Woche, die sie ablehnen. Wenn ihr weiter wollt, dass ich auch diese Videos mit diesem Inhalt mache, dann könnt ihr mich dabei aktiv unterstützen. Es gibt mehrere Arten der Mitgliedschaften. Ihr habt davon vor allem den Vorteil, dass ich das weitermache. Und wenn ihr noch weitere Vorteile haben wollt, dann schreibt mir doch eine E-Mail oder unter dieses Video, was für Benefits ich für euch Kanalmitglieder machen sollte. Eigenständige Videos nur für Mitglieder macht keinen Sinn. Dafür sind es viel zu wenige Mitglieder, denn alle wollen diese Videos sehen. Ich könnte zum Beispiel bei Unterstützern, die etwas mehr unterstützen als die Standardstufe, sie vielleicht am Ende irgendwo einblenden oder namentlich erwähnen. Lasst mir mal eure Meinung dazu da. Ansonsten gibt es jetzt die Bilder aus Essen der Hetzjagden auf AfD-Delegierte und das Katz-und-Maus-Spiel zwischen, sie nennen sich die antifaschistische Front, da muss man immer etwas zweifelhaft lachen. Sie grenzen Andersdenkende aus. Es gibt so viele krasse Aussagen, Szenen, die Nase blutig schlagen. Wie riefen sie, wie skandierten sie? Polizei NRW ist die Schlägertruppe der AfD und lauter so ein Schwachsinn. Refugees welcome. Alles ist skandiert worden. Und ich gebe euch jetzt hier mehrere Minuten diese Szenen. Ich denke, es wird ein entmonetarisiertes Video. Aber wir sollten uns alle zu Gemüte führen, was es in diesem Land inzwischen heißt, wenn eine demokratische Partei ihren per Gesetz verpflichtenden Parteitag einfach nur durchführen möchte, dass sich ein CDU-Bürgermeister dafür hergibt, hier mit offen vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinigungen auf die Straße zu gehen, Hand in Hand mit Extremisten, und zwar mit verfassungsschutzrelevanten Extremisten gehen sie hier auf die Straße, zum Beispiel der VVN-BDA ist wieder da, hatte ich erst die Woche in einem Video, und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie viel es am Ende treffen wird, wie viele Verletzte, wie viele Festnahmen. Es gab heute Morgen vor 7 Uhr schon den ersten Polizeikessel, Einsatz von Pfefferspray, Einsatz von Schlagstöcken. Deswegen seid gespannt, was jetzt hier alles kommt. Daumen hoch für dieses Video und verbreitet es, damit es vielleicht viral geht, selbst wenn YouTube eigentlich etwas dagegen hat. Vielleicht ist es für YouTube allerdings doch auch einfach in Ordnung, denn Welt streamt es schon den ganzen Tag. Es ist der Bundesparteitag der AfD, es ist nur die Präsentation der Realität, also Nachrichten, wenn ihr so wollt. Damit wünsche ich euch viel Spaß, bis bald. Ein Polizist diskutiert hier vorne mit dem Mann einer Protestantin, der das kleine Kind auf dem Arm trägt. Kinderwagen kommt mit. Aber geht um einen AfD-Abgeordnete, die Markus Frohnmeier. Ja. Ja.
Schönen guten Tag. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Sie sind hier zusammen mit der anderen Seite. Hey, nicht anfassen! Sind Sie wahnsinnig? Nicht Interviews machen! Hey, nicht anfassen! Hallo? Sie sind die Fascho! Hey, sind Sie wahnsinnig? Hey, Polizei, hallo? Raus hier! Polizei, ich will den Mann anzeigen. Alter! Hey! Polizei! Anzeige! Kannst du vielleicht kurz sagen, aus deiner Sicht, warum das hier gerade so eskaliert? Ja, weil du ein Fascho-Publikum hast, weil du ein Kack-Schwurbler bist und ein Kack-Schwurbler-Publikum unterhältst und ja, was soll ich sagen? Was macht mich zum Schwurbler? Da hat er recht. Ich finde es schade, dass du die Mütze nicht mehr aufhast. Aber lass mal über die Schwurbler reden. Die war immer, ich dachte schon, die könnte man gut versteigern. Lass uns doch mal miteinander reden. Warum bin ich ein Schwurbler? Oh, hier werden Dinge geschmissen. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Und das, obwohl sich die Welt hier freier bewegen kann als ich, ja. Irgendwas läuft da gerade wieder. Aber das ist, ich kann da nicht reingehen. Es kommt wieder ein Delegierter, wahrscheinlich von der AfD. Ja, die Demonstranten wollen ihn jetzt abfangen. Wir sind hier erfolgreich, wir blockieren hier die Alfredstraße, wir blockieren hier gerade die AfD. Da drüben sehen wir drei AfD-PolitikerInnen stehen da vor unserer Blockade, kommen nicht durch. Wir zeigen, wir stehen gegen diese faschistische Partei. Wir stehen für demokratische Werte. Wir stehen hier gemeinsam gegen die faschistische AfD. Die Krugerhalle ist gerade leer. Es ist 10 Uhr. Die Halle sollte gerade voll sein. Der AfD-Parteitag sollte loslegen. Doch wir haben ihn bisher erfolgreich verhindert. Gleichzeitig sehen wir hinter mir, sind Menschen in einem Kessel. Die Polizei hat diese Menschen, die an einer angemeldeten Versammlung teilnehmen wollten, diese fortführen wollten, gerade gekesselt. Das ist eine massive Repression, die wir nicht hinnehmen können. Gleichzeitig sehen wir einfach, wir sind erfolgreich, wir blockieren hier die AfD.